England, Halstead, Essex, eine typische Kleinstadt nördlich von London. Hier gibt es einen Friseur, ein Hotel, eine Kneipe und, versteckt im Industriegebiet, einen Schrottplatz. Doch dieser Schrottplatz ist etwas anders. Und die Kunden und ihre Wünsche sind sehr exklusiv. Ich bin hier wegen meinem anderen Ferrari, einem F40 Sondermodell. Mit dem hatte ich einen Unfall und suche dafür jetzt sehr spezielle Ersatzteile. Das ist der einzige Platz in ganz England, wo ich diese bekommen kann. Willkommen bei Eurospares, dem Ersatzteilparadies für Autofetischisten. Auf insgesamt 19.000 Quadratmetern lagert hier der kostbarste Schrott der Welt. Denn hier wird nicht jedes Auto weiterverwertet, sondern nur die Crème de la Crème. Maserati, Ferrari und Lamborghini. Es sind die kostbarsten, schnellsten und schönsten Exemplare aus dem Land der Autodesigner Italien. James Pumo ist der Chef des Edelschrottplatzes. Die Leidenschaft für italienische Luxusautos hat er von seinem Vater geerbt, einem Italiener. Mittlerweile hat die Firma Kunden aus aller Welt, die alle eines verbindet: die Liebe zu sündhaft teuren Exoten. Wir haben hier die ganze Bandbreite. Von Kunden, die so viel Geld haben, dass es lächerlich ist, bis hin zu Liebhabern, die es sich gerade leisten können, so ein Auto zu unterhalten. Selbstverständlich werden diese Ersatzteile nicht unter freiem Himmel gelagert. Wir haben hier einen Sicherheitscode. Dahinter verbergen sich Teile im Wert von 9 Millionen Euro. Insgesamt gibt es 4 Lagerhallen. In jeder der Hallen befinden sich mehrere tausend Ersatzteile, säuberlich getrennt nach Kleinteilen, Karosserie und Motoren. Aber nicht jedes Gold hier glänzt. Hier haben wir eine Wasserpumpe für einen Maserati 3500 GT aus den 50er Jahren. Dieses Stück ist sehr alt, aber in gutem Zustand. Das verkaufe ich für 700 bis 800 Euro. Das ist ein LP640er Lamborghini Murcielago Sportsitz. Der kostet pro Stück 4800 Euro. Ein Auspuff für einen Ferrari F50 9200 Euro. Um den Luxusschrott einzuschätzen, braucht es allerdings den Blick des Fachmanns. Einen Satz dieser Ferrari-Felgen gibt es für schlappe 3600 Euro, gebraucht. Das Besondere daran ist, dass diese Felge speziell für die Longnose-Version des 275er GTB hergestellt wurde. Nur ein absoluter Experte weiß das. Zum Ausschlachten kauft das Team von Eurospares weltweit kaputte und zerstörte Edelkarossen auf. Lokalisiert werden diese über Internet, Versicherungsgesellschaften oder heißen Tipps von Kunden. Gekauft wird meist am Telefon und ohne die Autos vorher gesehen zu haben. Das Risiko dabei ist hoch. Die Autos können falsch beschrieben sein und wenn du am Telefon kaufst, musst du dem Kunden blind vertrauen. Es passiert dann, dass die Teile, die wir für gut halten und ausbauen wollen, völlig unbrauchbar sind. Schrottplatzchef James Pumo braucht für den Ferrari seines Kunden die passenden Rücklichter und einen Auspuff. Logistikprofi Claudio durchsucht mit einem speziellen Archivprogramm den Lagerbestand. Über 130 unterschiedliche Fahrzeugtypen sind hier bis zur kleinsten Schraube gespeichert. Bevor die Teile herausgesucht werden, steht jedoch etwas ganz anderes an. Das Team erwartet eine neue Lieferung. Einen Ferrari 360 Challenge Stradale. Dieser Edelschlitten ist 300 km/h schnell und kostete neu 165.000 Euro. James Pumo hat ihn für 15.000 bekommen. Es ist ein Crashfahrzeug. Der Motor soll angeblich noch voll funktionsfähig sein. Er hat einen Front- und einen Heckschaden, aber das ist okay. Die Türen lassen sich nicht öffnen, weil der Rahmen verzogen ist. Auch der Schlüssel fehlt. Daumen drücken. James versucht, den Wagen kurz zu schließen. Ob das funktioniert? Der Motor springt nicht an. Schrottplatzchef Pumo ist sichtlich angespannt. War der Kauf ein Fehler? Unter der Sonnenblende entdeckt James den Ersatzschlüssel. Damit funktioniert es. Der Wagen springt an.
Bis das Auto angesprungen ist, war ich besorgt. Das Wertvollste an dem Auto ist der Motor. Als der lief, war ich erst mal beruhigt. Das Fahrzeug kommt in die Garage zum Auseinandernehmen. Hier wird sich herausstellen, ob der Schrott-Ferrari sein Geld wirklich wert ist. Jetzt schlägt die Stunde von Neville Pretty, Spitzname Caveman. Er ist der Chirurg unter den Schraubern, der Edelmechaniker unter den Werkstatttechnikern. Der Haken ist sehr nützlich, wenn man Innenverkleidungen lösen will. Und diese Nuss ist speziell für Schraubenmuttern, die Ferrari benutzt. Wir brauchen das Spezialwerkzeug, um die Teile beim Ausbau nicht zu zerstören. Der Meisterzerleger erklärt, worauf es beim Auseinanderschrauben ankommt. Du musst wissen, was du tust und in welcher Reihenfolge, das ist sehr wichtig. Um eine der Luxuskarossen zu filetieren, braucht der Profischrauber nur 48 Stunden. Claudio hat mittlerweile die Bestellung für den Ferrari-Fahrer fertig. Der Kunde hat Glück, alle Teile sind im Lager verfügbar. Lagerspezialist Chris sucht die Teile zusammen. 4 Scheinwerfer und ein gebrauchter Auspuff. Macht zusammen ca. 1.800 Euro. Für John Smith ist der Preis kein Problem. Ihm geht's um was anderes. Die Teile für seinen Ferrari F40 will er nämlich gleich mitnehmen. Es geht nicht so sehr um den Preis, sondern eher um die Verfügbarkeit. Wenn du diese Teile in einer Ferrari-Werkstatt kaufst, musst du sie bestellen. Vielleicht musst du einen Monat warten, vielleicht müssen sie die Teile erst aus dem Werk kommen lassen. Hier bekommst du sie sofort. Glücklich mit seinem Einkauf macht er sich auf den Heimweg. Garantie gibt es übrigens keine. Das Risiko für die gebrauchten Teile trägt der Kunde selbst. James und Neville haben sich mittlerweile bis zum Chassis des Ferraris 360 vorgekämpft. Schrottplatzchef Pumo schaut sich die Ausbeute an. Einige dieser Teile sind schon verkauft. Wir haben einen Kunden, der bereits darauf wartet. 2, 3 der Ersatzteile sind also schon weg. Das ist sehr gut. Für den Kotflügel haben wir auch bereits einen Interessenten. Und auch auf der anderen Seite entdeckt der Schrottplatzchef einen Bestseller. Der Airbag ist in sehr gutem Zustand. Den werden wir sehr schnell loswerden. Das sind 600 Euro. Wir werden in den ersten paar Tagen eine Menge Geld zurückbekommen. Das ist gut. Ich bin zufrieden. Dieses Mal hat der Schnäppchenjäger Glück gehabt. Für den Verkauf der ausgeschlachteten Teile rechnet James Pumo mit 22.000 Euro. Und bereits am nächsten Tag heißt es wieder, auf zur Jagd nach dem teuersten Schrott der Welt.